Wie wir ja bereits wissen, sind nicht alle meine Rezepte 100% traditionell. Aber lass mich dich nicht erwischen, wie du Sahne oder Kochschinken in die Carbonara machst. Echte Carbonara beginnt nämlich mit 2 Eiern und Pancetta. Da ich aber keine Lust habe, sämtliche Supermärkte nach Pancetta zu durchsuchen, habe ich entschlossen, Baconwürfel oder geräucherten Schweinebauch zu nehmen. Außerdem sind entweder Parmesan oder Pecorino-Käse essentiell für dieses Gericht. Aber um Gottes Willen, benutzt bloß nicht das Zeug, was in einer Dose kommt. Ich bitte dich. Übrigens würde ich eine Pasta empfehlen, die viele Orte hat, um Soße einzufangen, wie zum Beispiel diese komischen Muschelschalen hier. Für die Soße starten wir mit dem ganzen Ei und einem Eigelb. Das Eigelb trennst du, indem du das Ei von Schale zu Schale gießt und darauf achtest, das Gelb ganz zu lassen. Außerdem reiben wir noch eine gute Handvoll Käse. Das kann jetzt mehr oder weniger sein, es geht nur darum, schon mal einen guten Start zu haben. Die beiden Sachen verrühren wir jetzt zu einer homogenen Masse. Dann schneide ich meinen Speck in dicke Streifen und hier kommt auch der untraditionelle Teil, und zwar nehme ich noch etwas Knoblauch und Rosmarin. Das hat den Grund, dass Pancetta in der Regel mit Gewürzen mariniert wird und das lässt sich am besten mit diesen 2 Zutaten nachahmen. Okay, was auch immer das gerade war. Ich lege jetzt auf jeden Fall den Speck in die kalte Pfanne ohne Öl. Und das Ziel ist es jetzt, so viel Fett wie möglich aus dem Speck rauszuholen. Und das geht am schnellsten, wenn man es rauskochen lässt. Ich gebe also abwechselnd Wasser in die Pfanne und lasse den Speck im eigenen Fett braten. In der Zwischenzeit koche ich auch meine Nudeln. Dieser Prozess mit dem Fett kann nämlich eine gute Weile dauern. Den Knoblauch solltest du eigentlich 1-2 Minuten bevor die Nudeln gar sind hinzugeben, das habe ich aber vergessen. Wenn der Speck knusprig ist und die Nudeln kurz vor fertig sind, mische ich die beiden in der Pfanne zusammen und gebe noch eine kleine Menge von dem Nudelwasser hinzu. Der wichtigste Schritt bei diesem Rezept ist es jetzt, die Hitze auszuschalten. Ich gebe nämlich jetzt die Eiermasse hinzu und du darfst diese Eier nicht zu stark erhitzen, sonst gibt's Rührei mit Nudeln und das will ja keiner. Diese noch wässrige Masse halte ich jetzt durchgehend in Bewegung, so wird das Ei nicht fest, aber es kann langsam auf Temperatur kommen, um eine cremige Soße zu formen. Das Fett, die Stärke aus den Nudeln und die Eier ergeben sich nämlich gleich zu einer wunderschönen cremigen Soße. Dazu müssen wir aber alles in Bewegung halten. Wenn das Ganze noch viel zu wässrig aussieht, dann kannst du die Hitze auch wieder etwas einschalten und gibst noch etwas Parmesan hinzu. Falls es zu dick aussehen sollte, dann gebe noch mehr Nudelwasser hinzu. Wenn die Soße schön cremig, aber noch nicht zu dick ist, schmeckst du alles noch mit Salz, Pfeffer und Rosmarin ab. Die Soße wird dann dicker, wenn sie abkühlt. Das hier sind ungefähr 2 Portionen. Koche es also für dich und eine Person deines Vertrauens. Du willst ja schließlich niemandem etwas servieren, dem du nicht vertraust, richtig? Ich kann überhaupt nicht anfangen zu beschreiben, wie geil dieses Rezept schmeckt. Es ist wirklich wie eine Cremesoße. Unfassbar. So stellt man sich das Essen im Restaurant vor. Wenn auch du wie im Restaurant essen möchtest, und zwar zu Hause, ist ja gerade nicht anders möglich, dann kann ich dieses Rezept nur höchstens weiterempfehlen. Guten Appetit!